Hallo Menschen, heute möchte ich über 10 Autoren sprechen, die ich 2015 zum ersten Mal las, die aber so gut waren, dass ich auf jeden Fall weiter mit ihnen machen möchte. Das heißt, in diesem Video könnte es einige Überschneidungen geben zu einem kommenden Video, sowas wie 10 liebste Bücher 2015, aber nicht alle Autoren, die ich jetzt vorstelle, haben dann auch unbedingt ein Lieblingsbuch von mir geschrieben, sondern es war einfach immer nur irgendetwas Besonderes dabei, was mir gesagt hat, hier möchte ich weitermachen, hier ist irgendwas Interessantes, aber es war nicht unbedingt das eine Buch, was ich las, schon das Beste von ihnen. Und dann geht es auch schon los mit Shuja Bank, der Schwimmer. Sie ist eine der wenigen Autoren, die ich eben so gut fand, dass ich auch dieses Jahr bereits ein zweites las, nämlich auch Die hellen Tage, was ich gar nicht so gut fand wie ihr erstes, aber trotzdem hat mich ihre ruhige, unaufgeregte Erzählweise absolut überzeugt, dass ich mit ihr weitermachen möchte. Etwas anders verhielt es sich mit Catherine Ann Valenti. Ich las dieses Jahr zum ersten Mal ein Gedichtband von ihr, obwohl ich online hauptsächlich über ihre Fantasy-Geschichten gehört habe. Und da meistens sogar die Kinder-Fantasy-Reihe, diese The Girl Who Circumnavigated Fairyland and a Ship of Her Own Making oder so. Und von der habe ich gehört, dass das zwar für Kinder eigentlich geschrieben ist, aber eine dieser Serien ist, aus denen Erwachsene mindestens genauso viel herausnehmen. Außerdem hat sie auch so zwei normale Erwachsenen-SFF-Geschichten geschrieben, nämlich Deathless und The Melancholy of Mechagirl, und die klingen beide so, so toll. Und bei ihr ist es wirklich so eine dieser Sachen, wo ich gar nicht weiß, warum ich noch nichts weitergelesen habe. Wahrscheinlich einfach, weil es so viele Bücher gibt, aber das klingt genau nach meinem Geschmack und ich glaube, sie wird noch eine Menge schreiben, was mir gefallen wird. Ebenfalls überzeugt hat mich Hans Falada, Jeder stirbt für sich allein. Von ihm besitze ich bereits ein weiteres Buch, was ich aber noch nicht angefangen habe. Und das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, mein erstes gemeinsames Leben hier auf... Mein erstes gemeinsames Lesen hier auf BookTube zusammen mit Verstand. Und sowohl diese Erfahrung als auch das Buch an sich, es ist wieder, ähnlich wie bei Shuja Bank, auch so eine unaufgeregte Erzählweise, die eher so das Kleine in den Vordergrund stellt. Das hat mich wirklich überzeugt und ich möchte mehr und diese Art zu erzählen, dass man halt in einem großen, wichtigen Hintergrund trotzdem sich so auf das Kleine konzentriert. Eine ganz andere Richtung schlug Noel Stevenson mit Nimona ein. Das ist ein Comic, der mich wirklich zum Lachen brachte. Das passiert bei mir nicht sehr oft und ich liebe die Charaktere hier und wie sie sie erzählt, wie sie die Persönlichkeiten so langsam einführt, beziehungsweise eigentlich erstmal so sehr schnell einführt, aber wie wir dann halt immer mehr von ihnen lernen. Und das gefiel mir so gut. Ich glaube, bei ihr gibt es bis jetzt nur eine Reihe, die sie nicht alleine schreibt, sondern wo sie nur die Zeichnungen beisteuert oder so. Auf jeden Fall möchte ich ihren Werdegang weiterverfolgen, denn das ist ihr erstes so richtiges, selber geschriebenes Comic. Und schon das war so gut, dass es mich absolut überzeugt hat. Als nächstes kommt etwas, was ich erst diesen Monat las, nämlich Am grünen Rand der Welt. Es gibt auch eine Einzelrezension davon und es ist gar nicht mein absolutes Lieblingsbuch. Dafür ist es wahrscheinlich auch etwas zu ungewöhnlich für mich mit so einer Liebesgeschichte und einem Liebesviereck darin. Aber der Schreibstil hatte etwas. Es ist halt nicht direkt gehoben und ganz so elegant, wie man es vielleicht manchmal von anderen Klassikern kennt oder einfach nicht ganz so schwierig, aber sowohl die Themen, die er so hinter dieser Liebesgeschichte anschnitt, als auch diese Naturbeschreibung, diese tolle südenglische Kulisse haben mir sehr gut gefallen und ich habe gehört, dass er in anderen Werken noch viel, viel mehr Kommentare zur sozialen Klasse und Kritik so am gesellschaftlichen Leben einfließen lässt. So gibt es da zum Beispiel eine Geschichte, in der ein, naja, Trunkenbold seine Frau und seine Tochter verkauft. Oder in Tess habe ich gehört, dass halt unglaublich viele Menschen dieser Tess, dieser Hauptperson, Schlimmes antun. Und jeder denkt sich vielleicht so, naja, ich mache jetzt mal so ein kleines Schlimmes. Aber das häuft sich alles so auf diese eine Person. Und da bin ich schon sehr gespannt, denn ich glaube, das hier ist wohl im Endeffekt zu sehr Liebesgeschichte für mich, aber ich bin interessiert daran, was der Autor dann noch weiteres zu bieten hat. Ebenfalls überzeugen konnte mich Kazuo Ishiguro. Das ist sogar das zweite Buch, was ich von ihm dieses Jahr las. Und bei ihm gefällt es mir so sehr, dass er, glaube ich, über alles schreiben könnte und es mir gefällt. Es ist ja auch so, dass er meistens so der, ich sag mal, gehobenen Unterhaltungsliteratur zugerechnet wird. Und das, obwohl er eigentlich auch Science-Fiction schreibt mit Alles, was wir geben mussten oder Fantasy mit The Buried Giant. Und obwohl ich das überhaupt nicht mag, wenn dann solche Sachen auch im normalen Literaturregal stehen und Leute immer sagen, ach nee, das ist natürlich keine Fantasy oder das ist alles metaphorisch gemeint. Es ist halt nur mal ein mystischer Nebel, der einem die Erinnerung raubt. Und wenn das halt so in dem Buch steht, dann ist es meiner Meinung nach auch Fantasy. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass er so eine breite Bandbreite hat. Breite Bandbreite? Naja. und mich wirklich alles interessiert. Also er kann über einen Butler schreiben, er kann über dieses dystopische System schreiben, also das
will ich euch jetzt lieber nicht verraten, um was es in alles, was sie geben mussten, geht, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Und ich bin so interessiert an jeder Idee, die er hat. Das gefällt mir sehr gut. Und hier gibt es auch noch eine ganze Menge an Werken, die weit oben auf meiner Liste stehen. Sehr gespannt bin ich auch noch auf weitere Werke von Kirsty Logan. Sie hat mit The Gravekeepers so eine ganz märchenhafte, traumhafte Erzählung geschrieben, die vielleicht in Abständen etwas wenig Handlung aufweist, aber mich vor allem durch die Sprache absolut überzeugen konnte. Und ich weiß, dass sie bisher dann noch eine Kurzgeschichtensammlung schon veröffentlichte und nach diesem hier eigentlich ein Roman, der aber so aus Kurzgeschichten besteht, in dem eben zwei Frauen ihrer Tochter oder ihrem noch ungeborenen Kind, oder ist es schon geboren, eben immer eine Geschichte erzählen, sodass es halt nicht so ein großer Roman mit Handlung ist, sondern eigentlich auch so eine Kurzgeschichtensammlung. Und das klingt alles immer wieder so zauberhaft und ein bisschen besonders. Also nicht so ganz normal jetzt Kurzgeschichten aus unserem Leben, sondern immer mit so einem kleinen Twist. Das gefällt mir sehr gut und ich bin gespannt, was sie noch so zu bieten hat. Dann eine Autorin, über die ich noch nicht sehr viel geredet habe auf meinem Kanal, Toni Morrison. Von ihr las ich nur Menschenkind bzw. Beloved auf Englisch. Und auch wenn es hier so einen kleinen übernatürlichen Aspekt gab, der mir nicht ganz so gut gefiel, liebe ich es, wie sie ihre Themen und Protagonisten behandelt. Ich habe hier in diesem einen Buch schon so viel dazu gelernt und wie sie diese Erfahrungen aus der Sklaverei verarbeitet, wie diese Menschen danach miteinander umgehen. Das hat mich so berührt und ich bin weiterhin gespannt, was sie in ihren anderen Büchern noch macht und habe sogar mehrere Bücher von ihr auf meiner Liste und hoffe, ich komme nächstes Jahr auch noch wenigstens zu einem. Und zu guter Letzt noch einer, von der mich das Buch, was ich las, gar nicht begeisterte, aber ich es schon gut fand. Das wäre Tipping the Velvet von Sarah Waters. Ich hörte von anderen, dass Fingersmith vor allem noch besser sein soll. Und bei ihr finde ich es vor allem sehr angenehm, dass sie halt LGBTQ-Beziehungen behandelt. In manchen Büchern, so wie in dem hier, steht es direkt so im Vordergrund. Also das ist eigentlich auch so eine Coming-out-Geschichte. In anderen ist es halt einfach so da und es geht eigentlich um etwas anderes, was ich auch sehr angenehm finde. Bin aber der Meinung, dass man beide Geschichten braucht, je nachdem, ob der Leser eventuell etwas braucht, um seine eigene Sexualität überhaupt erstmal zu erkennen oder ob es halt einfach um die Geschichte gehen soll. Das finde ich beides sehr toll, dass es repräsentiert wird. Und ich mochte ihren Schreibstil. Wie gesagt, hier war halt die Grundgeschichte einfach nur so eine Liebesgeschichte, was wiederum nicht so ganz meins ist. Ich bin aber gespannt, was sie mit den Themen noch so anfängt. So, das waren 10 Autoren, von denen ich unbedingt noch mehr lesen möchte. Es gab auch noch ein paar andere gute Bücher, aber wie gesagt, es kommt dann bestimmt auch noch mehrere Videos, die so 2015 mal rekapitulieren. Bei denen möchte ich unbedingt weitermachen und wie immer bin ich gespannt darauf, was ihr dazu zu sagen habt, ob ihr von denen auch schon etwas lasst, ob es für euch auch so Favoriten sind oder ihr das vielleicht gar nicht so gut fandet. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, freue mich auf Kommentare und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal. Vermutlich... Nein, ich glaube, es kommt noch ein Video 2015. Naja, ist euch auch egal. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal dann.